Die Zerstörungen durch Brände im brasilianischen Urwald erreichen ein nie gekanntes Ausmaß. In Flammen stehen nicht nur große Flächen im Amazonasgebiet, sondern auch in der Region Pantanal. Nach Monaten ohne Regen toben dort die schwersten Brände seit mehr als 20 Jahren. Das im Südwesten Brasiliens gelegene Pantanal gilt als das größte Binnenfeuchtgebiet der Erde. Die einzigartige Tier- und Pflanzenwelt wird bedroht durch Farmer, die mit Brandrodung den Urwald in Weide- und Ackerflächen umwandeln. Es liegt beißender Rauch über ganzen Landstrichen in dem Feuchtgebiet Pantanal, das in diesem Jahr durch extreme Trockenheit in Flammen steht. Laut Experten gibt es einen Zusammenhang zwischen den Klimaextremen hier und der zunehmenden Abholzung des Amazonas-Regenwalds weiter nördlich. Dadurch regnet es im Pantanal weniger. Die Extrembedingungen sorgen auch für ein Insektensterben. Es ist das erste Mal, dass ich diese Notsituation erlebe. Die Feuer haben dies verursacht. Regen wird im Pantanal erst in ein paar Wochen erwartet. Anstatt die Orte der Brände zu besuchen, flog Präsident Bolsonaro zu Landwirten in einer benachbarten Region. Anlass war der Beginn der Soja-Aussaat. Beinahe wäre dieser Besuch bei seiner Anhängerschaft geplatzt, weil zuvor Bolsonaros Flugzeug wegen des Rauchs nicht sofort landen konnte. Beim ersten Versuch musste der Pilot die Landung abbrechen. Das ist mir zuvor erst einmal passiert. Offenbar war irgendwas Außergewöhnliches passiert. Die Sicht war wohl schlecht. Für den Präsidenten hat die Brandbekämpfung noch immer keine oberste Priorität. Die Folge dieser Brände dürfte ähnlich sein wie in früheren Jahren. Ackerflächen für Soja und Fleisch werden dort entstehen, wo vorher Urwald war. Eine Kehrtwende dieser Politik ist nicht in Sicht. Präsident Bolsonaro hat gerade erst die Budgets für Brasiliens Umweltschutzbehörden für das kommende Jahr gekürzt.